Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Winkel. Heute werden wir uns gemeinsam ein paar Beispiele anschauen. Das heißt, ich werde euch die Aufgabe zuerst stellen, ihr probiert sie zuerst eigenständig zu lösen und dann werden wir zusammen vergleichen. Für dieses Video solltet ihr bereits alle vorherigen Videos des Zyklus gesehen haben. Das heißt, ihr solltet schon wissen, was ist denn ein Winkel, was ist ein Winkelfeld, was ist das Gradmaß, wie kann man Winkel mit Geodreieck zeichnen und wie kann man Winkel ohne Geodreieck zeichnen? Außerdem, wie beschrifte ich Winkel und wie kann ich circa die Größe eines Winkels abschätzen? Ihr braucht dafür einen Stift, einen Zettel, ein Geodreieck oder Lineal und einen Zirkel. Starten wir also gleich in unsere erste Aufgabe. In der ersten Aufgabe geht es darum zu ermitteln, wie groß der Winkel in so einem Kreissegment ist. Das heißt, wir suchen diesen Winkel hier. Ein kleiner Tipp. Die Kreissegmente sind alle gleich groß. Viel Spaß bei eurer Aufgabe und ich würde vorschlagen, ihr pausiert das Video an dieser Stelle kurz, bis ihr die Aufgabe gelöst habt und wir schauen uns dann gemeinsam die Auflösung an. Die erste Aufgabe können wir leicht lösen, indem wir abzählen, wie viele Stücke denn in diesem Kreis vorhanden sind. Wir haben 8 gleich große Sektoren, das heißt, wir wissen, unser Kreis hat 360 Grad. Wenn ich die also durch die 8 Sektoren dividiere, bekomme ich 45 Grad und damit weiß ich, dass jeder dieser Sektoren einen Winkel von 45 Grad hat. In unserem zweiten Beispiel geht es darum, diese 8 Winkel der Größe nach zu ordnen. Dabei soll der Buchstabe hier oben immer hier unten angeschrieben werden. Das heißt, ihr sagt dann zum Beispiel, wenn A der kleinste Winkel wäre, dann würde A ganz links stehen. Und wenn F der größte Winkel wäre, dann würde F ganz rechts stehen. Das heißt, wir ordnen sie der Größe nach von links ist der kleinste, rechts ist der größte Winkel. Weiter sollt ihr noch angeben, um welche Winkelart es sich jeweils handelt. Das heißt, welche Art vom Winkel ist A, welche Art vom Winkel ist B und so weiter. Das Bild kommt gleich nochmal in etwas größer und dann drückt ihr bitte kurz auf Pause und versucht das Beispiel selbstständig zu lösen, bevor wir es dann gemeinsam vergleichen. Viel Erfolg! Hier habt ihr die Winkel jetzt noch einmal etwas größer angezeigt, drückt bitte jetzt auf Pause und schaut, ob ihr das Beispiel eigenständig lösen könnt. Bis gleich! Sehen wir uns nun kurz gemeinsam die Auflösung an. Der kleinste Winkel, und wir beginnen bei den Spitzenwinkeln, weil die doch die kleinsten sind, abgesehen vom Nullwinkel. Der kleinste Winkel wäre hier der Winkel H. Gleich darauf folgt E, der ebenfalls ein spitzer Winkel ist, aber eine Spur größer. Dann sind wir hier bei den stumpfen Winkeln. Da wäre C ein Beispiel. Größer als 90 Grad, aber kleiner als 180. Ebenfalls ein stumpfer Winkel wäre F. Das hier ist vielleicht nicht so leicht zu erkennen, weil das Winkelfeld hier unten eingezeichnet ist, also unser Winkelbogen ist hier eingezeichnet und das Winkelfeld wäre all das hier. Aber auch hier hätten wir erst, wenn wir hier oben ankommen, die 180 Grad, das heißt, wir haben hier immer noch einen stumpfen Winkel, der ist halt nach unten offen. Danach kommt unser gestreckter Winkel A, das sind jetzt 180 Grad. Darauf folgt D, hier haben wir schon einen überstumpften Winkel mit über 180 Grad. Dann kommen wir zu B, ebenfalls ein überstumpfter Winkel. Und als letztes haben wir G. Das ist der größte Winkel, da wir uns hier einmal im Kreis gedreht haben, damit 360 Grad haben und einen vollen Winkel. In der dritten Aufgabe sollt ihr nun einen Winkel von 215 Grad einmal direkt zeichnen und einmal über den Gegenwinkel. Das heißt, einmal ganz normal, wie wir es mit dem Geodreieck einzeichnen würden und einmal, wenn wir den Gegenwinkel bilden. Drückt jetzt bitte wieder kurz auf Pause und schaut erst wieder weiter, wenn ihr das Beispiel selbstständig gelöst habt. Viel Erfolg! In diesem Beispiel geht es darum, einen Winkel von 215 Grad einmal direkt und einmal über den Gegenwinkel zu zeichnen. Für den direkten Ansatz können wir gleich mal beginnen, unseren ersten Schenkel, den Schenkel A zu zeichnen, also ich nenne ihn einmal A. Hier unten werden wir den Scheitelpunkt haben, den kann ich auch gleich benennen mit S. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo denn mein zweiter Schenkel sein müsste. Ich sehe, mein Winkel von 215 Grad ist größer als 180 Grad, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal hier eine Verlängerung zeichnen, weil bis hierhin habe ich jetzt 180 Grad. Und jetzt fehlt nur noch die Überlegung, wie viel müsste man denn noch nach unten gehen. Das heißt, wir nehmen mal diese 215 Grad,
minus die 180 Grad. Und dann schauen wir, von 0 auf 5 fehlt 5, von 8 auf 11 fehlt 3, bleibt 1 übrig. Das heißt, von 2 auf 2 fehlt 0. Wir müssen also einen Winkel von 35 Grad noch weitergehen. Das heißt, wir legen jetzt hier an. Wir wissen, bis hier sind schon die 180. Das heißt, hier müssen wir jetzt noch die 35 Grad dazu zeichnen. Jetzt muss ich nur noch meinen Scheitelpunkt mit dem eben eingezeichneten Punkt verbinden. Das hier ist dann mein Schenkel B. Und ich sehe sofort, hier habe ich meinen Winkel von 215 Grad. In unserem zweiten Fall muss ich am Anfang ein paar Grundüberlegungen aufstellen. Dafür kann ich später mit den Zeichnern ein bisschen weniger tun. Im Prinzip beim Gegenwinkel schauen wir, was fehlt uns denn von 215 Grad auf die 360 Grad. Das heißt, wir rechnen von den 360 Grad die 215 ab. Von 5 auf 10 fehlt 5, bleibt 1, also hier 1 Rest. Von 2 auf 6 ist 4 und von 2 auf 3 ist 1. Das heißt, wir müssen noch 145 Grad als Gegenwinkel zeichnen. Ich kann jetzt gleich wieder meinen Schenkel A einzeichnen. Das heißt, hier hätte ich gleich wieder einen Schenkel A, hier hätte ich wieder den Scheitelpunkt S. Und was ich jetzt nur zeichnen muss, ist dieser 145 Grad Winkel nicht von hier oben, wie normal, sondern von hier unten, da es sich um den Gegenwinkel handelt. Das heißt, ich lege hier mein Geodreieck an, gehe in diese Richtung, das heißt, ich weiß, ich muss diesen durchsichtigen weißen Kreis folgen, bis 145 Grad, das sind wir dann hier. Jetzt verbinde ich nur noch meinen Scheitelpunkt mit dem eingezeichneten Wert und ich sehe, dass hier der Winkel von 145 Grad ist, demnach habe ich hier oben meinen Gegenwinkel mit 215 Grad und hier unten eben die eben eingezeichneten 145 Grad. Als letztes kommt noch die Beschriftung des Winkel B und dann sind wir auch mit dieser Zeichnung fertig. In unserer vierten und letzten Aufgabe sollte einen Winkel von 75 Grad zeichnen. Einmal zeichnen wir ihn ganz normal mit dem Geodreieck und einmal nur mit Hilfe eines Lineals und einem Zirkel. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung. Bitte drückt wie immer kurz auf Pause und schaut das Video weiter, wenn ihr mit der Aufgabe fertig seid. Bis gleich! In unserem letzten Beispiel geht es darum, einen 75 Grad Winkel einmal mit dem Geodreieck und einmal mit dem Zirkel zu zeichnen. Im ersten Fall können wir einfach damit anfangen, indem wir unseren ersten Schenkel, wir können ihn zum Beispiel C nennen, zeichnen. Dann markieren wir uns gleich unseren Scheitelpunkt, zum Beispiel mit einem M. Und jetzt zeichnen wir den Winkel 75 Grad, indem wir das Geodreieck anlegen. Wir gehen den Schenkel entlang und lesen die 75 Grad hier ab. So, jetzt verbinden wir noch den Scheitelpunkt mit dem eben eingezeichneten Wert und wir sehen, wir haben hier einen Winkel von 75 Grad. Gut, jetzt noch den letzten Schenkel beschriften und wir wären mit unserer ersten Zeichnung fertig. Um unseren 75 Grad Winkel mit dem Zirkel zu zeichnen, brauche ich im Prinzip nur ein Lineal, den Zirkel und einen Bleistift. Ich könnte auch mit einem einfachen Holzstäbchen zeichnen, aber das Lineal ist doch ein bisschen klassischer. Gut, als erstes zeichne ich mir einfach eine Linie auf. Hier könnte ich zum Beispiel den Scheitelpunkt S draufsetzen. Jetzt wären das meine Schenkel A und B. Damit hätte ich zwischen A und B einen 180 Grad Winkel aufgespannt. Den kann ich nun halbieren, um einen 90 Grad Winkel draus zu machen. Dafür kann ich hier bei S einstechen und einmal auf beide Seiten abschlagen. Das heißt, einmal in Richtung A, einmal in Richtung B abgeschlagen. Jetzt kann ich hier bei B einstechen und eine Länge etwas größer als zu S einstellen und nach oben hin abschlagen. Mit derselben Länge steche ich jetzt bei A ein und schlage ebenfalls nach oben hin ab. Und nun kann ich hier von meinem Scheitelpunkt S eine Linie durchzeichnen und hätte hier einmal einen 90 Grad Winkel gezeichnet. Das heißt, ich weiß, hier sind zumindest schon einmal 90 Grad.
Als nächstes können wir jetzt ein gleichseitiges Dreieck zeichnen. Dafür können wir hier bei S einstechen und einmal hier auf diese Seite abschlagen. Und von hier dann gleich nach oben hin, das können wir auch gleich machen. Und von hier auch einmal nach oben hin abschlagen. Jetzt hätte ich hier ein gleichseitiges Dreieck, nämlich von S bis zu dem Punkt hier oben, bis zu A und wieder hier hinüber. Das wäre ein gleichseitiges Dreieck und jeder dieser Winkel hat 60 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt von S meinen Strich hier nach oben ziehe, weiß ich, dass ich hier einen Winkel von 60 Grad habe. Das heißt, mein Winkel von hier oben bis hier unten wäre 90 Grad und von hier bis hier unten, das wären 60 Grad. Mein Winkel 75 Grad liegt also in der Mitte dieser zwei Winkel, weil ich kann entweder von 60 Grad noch 15 Grad dazu rechnen, dann bin ich bei 75, oder ich kann von 90 Grad 15 Grad abrechnen. Auch dann wäre ich bei 75. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist diesen Winkel von 75, diesen Winkel zwischen 60 und 90 Grad zu halbieren, diese 30 Grad, die noch übrig sind. Dafür kann ich auf beide Seiten einmal abschlagen, das hatten wir ja schon vorher, und in diese Punkte einstechen und ebenfalls nach oben abschlagen. Damit ergibt sich hier ein neuer Schnittpunkt. Und jetzt kann ich meinen Scheitelpunkt S mit diesem Punkt hier verbinden. Und was ich bekomme, ist hier ein Winkel von 75 Grad. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch alles Gute.